Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch meine Trainingsstrecke zeigen. Trainingsstrecke ist einfach ca. 7 Kilometer lang. Geht in eine Richtung, also ich gehe 3,5 Kilometer und 3,5 Kilometer wieder zurück. Einfach nur gehen. Nichts anderes. So habe ich gestern die 1000 Kilometer Marke überschritten. 1000 Kilometer in 3,5 Monaten. Das sind 74.000 Kalorien verbraucht. Nur durch Spazierengehen. 74.000 Kalorien sind bei mir 145 Big Macs, die wo ich einfach nur durch Spazierengehen verbraucht habe. Und jetzt zeige ich euch meine Trainingsstrecke. Am Anfang muss man den Berg hoch. Das ist jetzt ein bisschen, wir müssen da an der Straße entlang. Das ist gewöhnungsbedürftig. Aber leider, der Radlweg geht nicht ganz runter. Wir waren gerade am Ortsschild von Egling. Da sehen wir die St. Sebalds-Kapelle. Und weiter geht's. Immer noch auf der Straße. Heute ist Sonntag. Wenig Verkehr. Aber wir haben schon ab und zu mehr Verkehr. Aber mal, da weicht man halt aus und geht weiter. Jetzt bin ich ungefähr 1 Kilometer unterwegs. Biege jetzt dann ein in die Einfahrt, da wo der Eglinger Radlweg losgeht. Wie gesagt, leider nicht unten am Ort, sondern hierher oben erst. Werbung machen. Zingelehof, Feigelberg 1. Da kann man Kutsch- und Schlittenfahrten für alle Anlässe buchen. Sehr zu empfehlen. So, der Radweg beginnt. Servus. Darf auch noch bei mir ein Video auf? Danke. Der Radweg beginnt. Und wir sind weg von der Straße. Und da können wir auch schon die ersten Radlfahrer. Schöne Wetter hat es rausgedreht. Wir gehen die Strecke jeden Tag. Außer wenn wir wandern oder in den Bergen sind. Aber sonst gehen wir wirklich jeden Tag. Egal ob es regnet, die Sonne scheint, stürmt oder schneit. Am Anfang haben wir angefangen, so mit 4-5 Kilometer. Und jetzt ist es natürlich auch immer ein bisschen weiter geworden. Jetzt sind es so 7 Kilometer. 7 Kilometer jeden Tag. 1000 Kilometer sind ein Kalorienverbrauch von 70.000 Kalorien. Bei einem normal großen Mann, normal schweren Mann. Einfach nur durchgehen. Nichts anderes. Kein großer Aufwand, kostet nichts, einfach nur spazieren. Aber jeden Tag. Der Weg geht auf Teer. Ich gehe gerne auf Teer. Man kommt auf Teer am besten voran. Mitten im Wald. Ein hübscher Bungalow. Der Bungalow hat mal der ehemaligen Besitzerin vom Golfclub gehört. Heute ist wieder leer. Und ist zum Verkaufen.
ist hierher. Ab hier geht es wieder retour. Das sind ungefähr 3,5 Kilometer. Ein bisschen mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.